Jö, wir wollen Missionen machen. Es ist echt komisch, das ganze Gold jetzt wieder so niedrig zu sehen. Das war so dermaßen viel. Ja, lassen wir das. So, wir fliegen schon. Wir wollen in die nächstbeste Kanalisation. Das müsste hier sein. Und dann zum Prinz der Liebe. Okay, das ist ein verschütteter Eingang zur Kanalisation. Den eben nicht. Aber hier waren ja noch ein paar mehr. Also eins war definitiv vor der Stadt selbst und hier vor müsste auch noch eins gewesen sein. Genau. Hier rein. So, ein kurzer Schauen Blick wir uns das an. auf die Karte brauche ich erstmal nicht. Ja, kommt Jungs. Ne? Ist gut. Das Gold lasse ich auch liegen, so dekadent. Na okay, das nehme ich mit. Ich hoffe mal, dieses Rätsel hier vorne hat sich nicht verschoben. Ne, hat's nicht. Nein. Oh, okay. Hat's doch. Das ist doch doof. Jetzt muss ich mich hier daran erinnern, wie ich da hingekommen bin. Warte mal. Das kriegen wir nicht hin. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Also irgendwo gab es jetzt hier einen Weg nach da oben. Ich guck mal hier lang. Hier sieht gut aus. Okay. Also wir gehen jetzt zurück in diesen Kreuzraum hier vorne. Machen einen scharfen Knick nach rechts. Bringen den um. So. Dann müssten wir in den Raum kommen mit drei Schaltern, die wir einfach alle drei drücken. Und ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Okay, vielleicht schräg gegenüber. Also das da. Ich nehme genau das Falsche, oder? Ja, runter sollten wir nämlich nicht gehen. Und da geht's raus. Okay, erstmal töten. Die Kisten sind jetzt alle wieder bestückt, aber ich denke nicht, dass hier. Nicht Berserker, verdammt. So. Ja, nee. Das lassen wir dann auch mal. Und hier kommen wir in den Auffangraum unter dem Ding, ja. Okay, zurück zum Kreuzraum. Ich nehme mit. Und dann unten rechts. Komm schon, wir töten Titanen und Drachen und was weiß ich. Können wir uns nicht einfach zu dem Meister der Diebe irgendwie hinteleportieren? Den Springzauber ein bisschen aufpäppeln? Das ist nicht. Nee. Komm, was sagt die Karte? Karte sagt, wir kommen da nur hin, wenn wir hier. Also wäre das hier doch richtig? Oh, warte mal, es gab hier irgendwo so einen offensichtlichen Schalter, den ich letztes Mal schon übersehen habe. Und wir könnten ein bisschen Licht gebrauchen. So, Schalter. Genau, drücken wir einfach den Schalter, der direkt neben dem Punkt ist, wo wir nicht weiterkommen. Ja. Okay. Tot, tot, tot. Das ging echt schnell. Vor allem Lunanera trifft mit dem Stab für 39. Das ist echt cool. So, Sachen gucken wir uns gar nicht erst an. Wir drücken dich und dich und dich und dann müsste es eigentlich klappen. Nö. Wir drücken dich nochmal. Das ist komisch. Bewegen die sich so lange, bis ich wieder drücke, oder wie? Das war auch letztes Mal nicht so schwer. Damit kann ich arbeiten. Kommen wir hier runter? Kommen wir sogar rauf. Ah, ja. So. So war das Rätsel bestimmt nicht gedacht, aber es. Ah, Fässer. Blaues Fass kriegst du. Rotes Fass kriegst du. Kriegt man sie? Du. Also, 2 Punkte macht jetzt nicht mehr so viel aus. Eigentlich müssten wir echt mal die ganzen schwarzen Tränke abklappern.
Momentan klappt das so noch ganz gut. So, wir würden gerne Spion werden. Eure nächste Aufgabe ist um einiges schwieriger. Wohl schon etwas eher für einen echten Spion als für einen Meisterdieb. Man hat mich gebeten, sicherzustellen, dass Wachturm 6, der einzige Wachturm, der die erst vor kurzem zurückliegenden Kämpfe gegen die Totenbeschwörer überstanden hat, nicht mehr in der Lage ist, sich beim nächsten Angriff zu halten. Die Wache am Inneren zu töten reicht aber nicht. Die Totenbeschwörer würden einfach neue Truppen dorthin befördern. Der Turm befindet sich an der südlichen Grenze des Landes der Totenbeschwörer, also Deja. Und in dem Turm waren wir auch schon, wenn ich mich recht erinnere. Ich möchte, dass ihr dort eindringt und das Gegengewicht im Torhaus oben im Turm in das Torhaus unten im Turm bringt. Es ist ein schweres Gewicht und es befindet sich in einer Einbuchtung der Wand. Ein Seil ist daran befestigt. Wenn die Zeit für einen Angriff gekommen ist, wird man die abhanden gekommenen Gewichte zu spät bemerken und das Tor wird sich nicht schließen lassen. Wenn ihr dies schaffen solltet, habt ihr euch den Titel eines Spions würdig erwiesen. Oder einfach den Titel eines Schlechters, der in einen Turm eindringt, alles tötet und dann ein Gewicht runterträgt. Aber gut, wenn wir dann Spion sind, sind wir halt ein Spion. Wir hätten gerne hier einen Marker. Und zwar da. Und jetzt würden wir gerne einfach hier raus. Und zwar zurück nach Rassia. Also eigentlich nur vor die Haustür. So. Und dann hier nach Deja. Haben wir vor, irgendwas zu verkaufen? Das geht so. Solarstrahl. Ja, wir müssten eigentlich für sie die ganzen Lichtsachen holen, ne? Das sollte ich, glaube ich, echt machen. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen den da. Danke. Guten Tag. Verkaufen den. Danke. Also ja, wir gehen doch nach Bracada. Hallo? Bracada-Wüste? Sofort los. Oh, Hufeisen. Das könnten wir noch machen. Also nochmal alle Startdinge ablaufen. Also außer die, wo wir jetzt schon zum zweiten Mal Hufeisen haben. Das heißt, in Deja könnten noch welche liegen. In Afli vielleicht. Tatalia, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Aber gut, du willst fliegen. Und der Expertenlehrer war in der Kneipe. Oh. Okay, das ist nicht der, den wir suchen, aber ein Auftrag. Die Schule der Zauberei hier in der Bracada-Wüste sammelt schon lange verschiedene bemerkenswerte magische Utensilien. Vor einigen Jahren wurde der Schule ein besonderes interessantes Stück von einer Raubbande aus Deja gestohlen. Dieses Stück, kurz das Festgewand genannt, wurde von Priestern der Sonne getragen, wenn sie zu ihrem Jahreszeitenwechsel religiöse Zeremonien abhielten. Als Repräsentant der Schule der Zauberei bin ich autorisiert, euch für die Wiederbeschaffung zu entlohnen. Nach unseren letzten Informationen befindet sich das Festgewand in der Halle der Grube. Sieht dort am besten als erstes nach. Okay, das Besondere an Schleim. Also zum einen nicht der Typ, den wir suchen. Zum anderen nicht das Gebäude, das wir gesucht haben. Aber okay. Ein Auftrag in der Grube der Nekromanten. Könnte später interessant werden. Wo ist der Kerl? Das hatten wir alle schon gemacht, okay. Willkommen in das der Gilde ist die Gilde des Lichts, genau. Willkommen in der Gilde des Wassers. Wassergilde brauchen wir auch nicht. Komm schon, Girugon, erinnere dich. Besondere Tränke. Was haben wir hier? Wahre Reaktion. Ja, komm. Wahre Reaktion. Wahre Stärke. So. Der schwarze Zaubertrank der wahren Reaktion. Können wir seine Grüne. Ja, genau. Was brauchen wir? Um einen solchen Trank herzustellen, muss die richtige Kombination aus vier gleichartigen roten,
hast, zwei gleichartigen blauen und einer gelben Reagenz gefunden werden. Okay. Das machen wir dann mal. Nicht zu sehr ablenken lassen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo er war. Hier war irgendwo so eine kleine Ansammlung von Hütten und da könnte er gewesen sein. Aber gucken wir sicherheitshalber hier die Hütten auch nochmal nach. Erster Ritter. Oh, 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 das ist der Krieger auf Stufdingens. Sehr schön. So, ihr wollt also erste Ritter werden. Erste und Plural ist schon mal interessant. Ihr und der erste Ritter, wo ihr nicht nochmal Turniere gewinnt. Wisst ihr, ich kann euch nicht zum ersten Ritter machen. Das müsst ihr schon selber tun. Genauso wie alles andere auch. Wenn ihr 5 Kämpferturniere für Ritter in der Arena gewinnt, könnt ihr zu mir zurückkehren. Erst dann werde ich euch erster Ritter nennen, wenn ihr das unbedingt wollt. Turniere, hatten wir schon gemacht? Wo ist unsere Übersicht? Taten hier. 2 Rittersiege. Fehlt nicht mehr viel. 2-mal gestorben, 1 knappen Sieg. Okay, behalten wir im Auge. Wir kriegen hier echt einen nach dem anderen. Okay, Jäger. Nun, es sieht so aus, als ob ihr den Auftrag, an den ich denke, vielleicht wirklich erledigen könntet. Die wichtigste Aufgabe eines Meisterjägers ist die Sorge um das Land. Erst kürzlich haben Wilderer einen magischen Edelstein aus dem tolerantischen Forst geraubt. Das Herz des Waldes. Davon haben wir schon gehört. Von dem Baum. Dem besonderen Baum. Der Wald ist seitdem unruhig und greift Reisende an, die sich zu nahe heranwagen. Der Wald verdächtigt alle Wurzellosen dieses Diebstahls und wird sich wahrscheinlich nicht beruhigen, bis der Stein wieder da ist. Findet das Juwel und bringt es dem ältesten Baum im Forst. Wenn ihr dies vollbracht habt, kehrt zu mir zurück. Kein Hinweis wo. Das ist schon mal nicht gut. Kampfkunst, ausweichen, ne? Alchemie-Experte, nee. Da war ich, glaube ich, schon. Konditionsexperte. Okay, es war nicht hier eine Ansammlung. Was haben wir? Plattengroßmeister. Ja, kann er nicht. Das war doch hier Barkada, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher. Barkada-Wüste, Experte, dann oben Meister und Großmeister. Na gut, so viele Häuser sind es nicht mehr. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde wahrscheinlich wieder eins übersehen und genau das war's dann. Dolch und Bogen. Ist da oben was? Na, da ist Celeste. Das ist die Taverne, wo wir schon drin waren. Trautes Heim, genau. Und hier ist Ende. Ja. Okay, bleibt noch dieser Torbogen. Ja, bleibt noch der Torbogen. Hier waren wir schon. Eben gerade. Hops. So, hier haben wir die eine Aufgabe bekommen, richtig? Richtig. Hier ist die beste Heilung, die Tempel des Lichts. Na gut, gucken wir hier. Ich glaube, einer war Feilschen von den beiden. Ja, Feilschen Großmeister. Oh, können wir sogar. Wow. Okay. Feilschen. Kauft und verkauft von Gegenständen zum tatsächlichen Wert. Das wird sehr praktisch sein. Und Luftmagie-Großmeister kann sie nicht lernen. Jetzt gehen mir die Häuser aus. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja, da unten ist ein Haus. Und sonst wird es irgendwo sein, wo ich schon mal knapp dran vorbeigeflogen bin. Was nicht so schön wäre. Teleporter war aber nicht aus Versehen drauf.
Da ist die Häusersammlung. Ich will Brote zu den Docks. Genau hier, das eine Haus. Komm schon, Lichtmagie-Experte. Ja, Lichtmagie-Experte, genau. So, kaufen. Dann würden wir gerne und hoch teleportieren. Weil wir Magier sind und dementsprechend faul. Also nein, Magier sind nicht faul, Magier sind effizient. Was eigentlich genau das gleiche ist. Wenn man länger drüber nachdenkt und ein paar Augen zukneift. Hier ist falsch.